Hi und willkommen zurück bei einer neuen Runde Torchlight. Denkt dran, das Video zu bewerten und viel Spaß. Nun denn, Mickey ist wieder da, hat ein bisschen Geld gebracht und ich hoffe, dass wir jetzt auf jeden Fall die letzte Rune hinter uns kriegen. Und dass wir heute noch ein bisschen in der Stadt unterwegs sind und... Keine Ahnung, warum es leckt. Ich glaube, ich sollte ein bisschen die Einstellung verändern. 30 Frames. Dann müsste die ganze Nummer wieder laufen. Naja. Wie die macht sei. Gleich geht's weiter und 90% des Videos laufen wir und leckt. Übrigens möchte ich noch anmerken, das wird heute eine etwas kürzere Folge, weil ich etwas mehr im Schnitt rausholen musste als eigentlich geplant. Deswegen, ich hoffe, dass das letztendlich gezeigte Material noch soweit in Ordnung ist. Und dann haben wir dann noch ein bisschen. Ja. Ja, ja, das Spiel ist heute sehr lang mit mir. Und das ist. Na also, jetzt hat das Spiel wieder bessere Laune. Dankeschön. Dann wollen wir diese gute Laune auch gleich mal ausnutzen und uns einen kleinen Weg weiter hineinbahnen, aber irgendwie habe ich auch das Verlangen zu fischen. Fischi. Ja, ist das denn auch sehr schön? Ja, komm. Oh. Ist das wieder so ein Trollfisch? Ja. Ja. Toll. Ist doch immer wieder schön, wenn man von so einem Fisch getrollt wird. Ja, sowas zum Beispiel. So. Na komm. Ja. Sein braves Fischli. Komm, ich habe eine ewige Zeit. Ich will heute noch weiter. Ja, na komm. Ja. Hoffentlich was ordentliches. Ein. Alles Gute ist 3 und dann wollen wir da mal. Ja. Interessant, immer wieder zu sehen, dass die Aufnahme an sich während der Aufnahme nicht laggen, aber es nur während der Verarbeitung ist. Tja. Ja. Oder es laggt wahrscheinlich nur, wenn so viele Gegner auf einem Punkt sind. Ich verspreche, dass es im nächsten Part besser wird. Sofern das Spiel es zulässt. Da haben wir Maggie das einsammeln schicken lassen und hoffen, dass uns jetzt dieser Pygmäe was Feines fallen ist. Nein. Oder nicht. Nein. Wie dem auch sei, auch für diesen Part habe ich geplant, den Explosionsschuss freizuschalten. Und das bedeutet, Level. Schließlich sind wir nur noch knapp 77% vom nächsten Level ab entfernt. Was auch nicht gerade viel ist. Zumindest so schnell, wie das gerade ansteigt. Wollen wir dann noch ein paar Monster plätten, ein paar Quests machen und dann läuft die Sache. Also. Und ich habe übrigens auch noch eine Anmerkung zu machen. Oder hier nach erstmal. Es gibt noch eine Sache in der Stadt, die ich noch nicht gezeigt habe. Die gibt nämlich eine Quelle von Items, wo jeder Charakter darauf zugreifen kann, mit dem man gerade spielt. Und ich denke, wenn ich später mal in der Stadt bin, werde ich dir mal zeigen, worauf ich hinaus will. Und zack, ich bin ausgestochen. Klingt schon mal nicht schlecht. Hier haben wir noch eine kleine Rune. Und zack. Gut. Da war wieder was. So. Da haben wir
wenn er noch eine nervige Itemphase weggeschaltet. Und dann wieder so eine Art. Ich glaube, das ist einfach nur eine Art Medizin, was das sein soll. Was auch immer du da gesagt hast, das war bestimmt nichts Nettes. Okay, dann hier lang und wir sehen uns gleich. Also. Das wäre dann Nummer 2 gewesen und Nummer 3 kommt zugleich. Interessant. So, das wäre dann das. Nachdem wir ein paar Sekunden noch schlimmere Lags als hier rausschneiden mussten, geht's gleich so weiter. Manchmal verstehe ich das Spiel einfach nicht. Manchmal läuft es Ewigkeiten lagfrei und dann kommt sowas. Dabei ist genau alles so, wie es vorher sein soll. Naja. Wie gesagt, deshalb ist der heutige Part nicht so lang, weil ich die schlimmsten Lag-Sequenzen rausgeschnitten habe. So, das war denn das. Das war übrigens dieses Lager, was ich meinte. Deshalb, ich möchte mal... Es gibt eine kleine Zwickmühle. Soll ich dieses Lager benutzen, wenn ich in der Lage bin? Weil ich habe schon einige Bezwingerinnen gespielt und hätte da eine super starke Waffe im Angebot, oder soll ich dieses Spiel ehrlich durchspielen? Ich denke mal, ich lasse zwei Parts, lasse ich die Entscheidung und dann werden wir mal sehen. Naja, wie dem auch sei, vielleicht müsste sich das Spiel wieder beruhigt haben. Was ich natürlich hoffe. Und hier kann man sehen, dass ich außerhalb der Übersichtskarte bin. Gucke ich mir jetzt mal hier das an. Aha, 14 Ebenen. Naja, kann ich nicht mit anfangen. Wie man auch sei, ich bin hier gerade außerhalb der Karte gewesen, weshalb es sich lohnt, immer ab und an hier zu gucken, wo man lang gehen kann. Und wie man wahrscheinlich ansatzweise hier erkennen konnte, lagen da viele Schätze und Geld herum. Es kann natürlich auch sein, dass man in einen Ort voller Mimics gerät. Was ziemlich nervtötend sein kann, weil die ziemlich Hitpoints abziehen. Kräftig zubeißen können. Eigentlich eine ziemlich listiges Monster. Wenn man sich das mal nach realen Regeln vorstellt. Aber jetzt wollen wir uns erstmal um dieses große, hässliche Ding kümmern. Na also, Sie haben das eine war das Quest erfüllt. Ja. In gewisser Weise ist es immer eine schöne Überraschung, in gewisser Weise ist es aber auch sehr schade, dass man nie genau weiß, was einem entgegenkommt. Aber es ist ja auch nicht so unbedingt wichtig. So, hier wird wieder meine Spinnphobie bedient. Klasse. So, hier ist wieder einer. Jetzt. Aha, wieder so ein unaussprechlicher Name. Auf jeden Fall war man sehr einfach zweifelhaft, was hier angeht. Aha, da ist wieder ein Medizinmann. Pardon, war einmal ein Medizinmann und jetzt ist er weg. Das ist reine Magie. Und, na los, mach denn. Das war eine weitere Item-Sequenz. Ihr später. Begleiter hat sich auf den Weg hier gemacht. Weg. Und hier. Das hätten wir denn soweit. Na gut. Also. Zeit für Feuerholz. Weil mich interessieren würde, wie entstanden diese laufende Holz. Ich sehe weit und breit keinen Baum. Oder sind sie einfach nur da? Naja, ich sollte aufhören, alles so logisch betrachten zu wollen. Ja, und dann gehen wir in die Treppe hoch. Ja. Oder ne, machen wir erstmal den Fanclub auf. Von 7 ist irgendwie nichts vermerkt. Aber, na gut. Machen wir erstmal dann das.
Ich denke, auf jeden Fall werde ich mir später den Zauber, der diesen Roller ersetzt, auch zulegen, von wegen Identifizierungsrollen. Dann brauche ich nicht mehr wegen sowas jedes Mal in die Stadt zu latschen. Das würde mir auch gut tun. Das bedeutet also einfach, dass ich dann diese Rollen verscherbe. Wenn ich sie bekriege und nehme ins Gewicht, dann wird es besser. Yeah. Ach ja, und übrigens, bei explosiver Schuss gibt es gleich eine noch hübschere Überraschung als nur höheren Schaden. Aber das werde ich dann gleich erwähnen, wenn es denn soweit ist. Es sind ja nur noch 12%, wenn das richtig aussieht. Und dann haben wir das dann ja, den Skill, worauf ich schon das ganze Spiel lang warte. Den Skill, den ich danach sehr häufig einsetzen werde. Ah, ich freue mich schon. Und dann hätten wir das. Und so. Häng weg. Und die nächste Spinne. Ich fühle mich wie ein... Ich fühle mich wie ein richtiger, pensionierter Insektenjäger. Ein Kammerjäger. Estrianischer Kammerjäger. Ja. Ich glaube, das wäre ein guter Titel, aber ja. Interessant, ich treffe Monster, aber keine. Da. Schon wieder. Ich treffe keine Vase. Ah, nee. Dabei sind die Monster doch genauso groß wie die Vase. Naja, lassen wir das. Ist eh nichts Vernünftiges drin. So, das wäre denn das. Hä? Was ist denn gerade? Hat sich der Pilz gerade selbst gesprengt oder? Er konzentriert sich. Da war ein Skelett. Betonraum war. Hihi. Aha. Da war ein Skelett. Schon wieder so ein Baummann. Ja, komm. Ja, ich denke mal, jetzt in den nächsten Sekunden dürfte ich jetzt endlich mein Level abkriegen. Dann zeige ich euch den hübschen neuen Skill. Ja, legt euch schlafen. Gebt mir ein paar XP und legt euch schlafen. Bleibt so freundlich. Danke. Wenn ich hier durch bin, könnte ich wieder aufstehen. Also. Ja, zielsuchend. Nicht schlecht. Wobei ich natürlich auch gespannt bin, wann Maggie sich endlich wieder zurückverwandelt. Die 3600 Sekunden sind ja wirklich ewig. Man das mit den 120 Sekunden mit dem normalen Vergleich. Ja, gleich ist es soweit. Kann sich nur um Sekunden wandeln, wenn ich hier treffen würde. Ja, das habe ich. Okay, wieder alles auf Schaden. Gucken wir, was das bringt. Jawohl, explosiver Schuss. 92% des Waffenschadens je Sekunde. Nicht schlecht. Für dich zumindest. Und gleich zeige ich, was ich meine. Jawohl. Zack. Drei Buchstaben. A, O, E. Deshalb ist das mein Lieblingsskill. Es gibt nichts, was besser reinhaut als dieser Skill. Zumindest was ich in Erfahrung gebracht habe. Kann zwar sein, dass die Bezwingerin ein paar nettere Moves auf Lager hat, aber bisher ist das, wie gesagt, meine Erfahrung der beste Move, den ich kenne.
vor allem, wenn man hier gegen so einen Bossgegner kämpft, der immer wieder hübsche kleine Trash-Gegner an Ordnung um sich herum hat. Oder wenn man mal wieder in so eine Traube in einem engen Gang reinläuft. Herrlich. Ein Schuss und alles ist kaputt. Ah, gut. Wir gehen gleich in die Stadt, klären die Sache nochmal ab. Und dann dürfte es auch bald wieder soweit sein. Wobei, ich glaube, noch nicht ganz. Wir wollten ja, wie gesagt, schon noch gucken, was hinter dem Ausgang ist, wenn die drei Runen aktiviert sind. Oder die Glyphen. Das klingt ja viel hochtrabender. Aha. Fischen wir noch ein bisschen. Hoffen, dass uns diesmal was Ordentliches ins Netz geht. Ah, brav, Maggie. Sehr fein. Ja, klasse. Hä? Aber eigentlich habe ich doch genau richtig abgedrückt. Naja. Dann eben nicht. Und zack, da ist einer. Fein. Ja, und übrigens, ich habe es mal wieder ganz vergessen. Alisa ist nicht mehr die Frau in Blau, sondern hat noch ein hübsches kleines Kapuzchen auf. Weil das mehr Rüstung bringt. Und bei dem Schaden, den ich bisher abgekriegt habe, ist das sehr, sehr gut, wenn ich mich einfach mal mit meiner Rüstungsklasse auseinandersetze. Zumindest wenn ich in späteren Ebenen denke, könnte das sehr eng werden. Dann noch hier einmal den kleinen Ladebildschirm. Hatten wir ja ewig nicht mehr. Und das war ja eine recht kurze Ladezeit. Damit wir nicht vergessen, wie der aussieht. Oh Gott. Genau sowas meinte ich. Naja, die sind nicht in den Haare herauf. Ja, von dem da. Oh, die sind so nervig. Das sind keine richtigen Elementare, sondern sowas anderes. Vor allem, man kann ganz schwer darauf zielen. Oder auch nicht. Ja. Komm, sag ich's, schaff ich's. Sag ich's nicht, schaff ich's auch nicht. Hä? Naja, der hat Lowground. Da kann ich nicht so schnell treffen. Ihr Ruhm ist gestiegen. Der Ruhm ist immer gut. Dann hätten wir wieder noch so einen nervenden eisigen Nebel. Na, sowas in der Art ist mir auch in Dark Alliance 2 begegnet. Aber egal, das ist was anderes und hat hier nicht so was zu tun. Gehen wir jetzt mal zum Robotypen. Warten. Sagt mir, wie habt ihr Dorsort besiegt? Interessant, aber nicht episch. Ich muss eure Geschichte etwas aufschmücken, wenn sie längerfristig Eindruck machen soll. Dennoch habt ihr eure Mühen etwas Bezahlung verdient. Gut, und was sagst du jetzt? Woher ich weiß, wo diese Monster zu finden sind. Nun, wir Baden wissen etwas eben. Baden wissen das. So laut beispielsweise 17 eben unter Torchlight eine vergessene Bestie namens Kezan Speaker. Aha. Sie haben na, was soll's, der Text ist dasselbe. Gut. Hey. Zeig mir mal die hier. Da kriegen wir einen Feuerglutstein. Dann noch einen beschädigten Augapfel. Noch mehr Kaltsteinchen. Aha. Ja. Was gibt es hier unter anderem? Irgendwas muss ich doch jetzt verscherbeln, dass ich an diese Kette rankomme. Was hätte ich denn noch? Zack, erstmal das. Ach, immer noch nicht. Eieiei, was kann ich denn noch? Also. Geht doch. Und wenn ich jetzt noch einen ordentlichen Blutstein kriege. Ja, diesmal habe ich es richtig gesagt. Dann könnte ich jetzt. Hier gibt es noch ein paar Magier-Sachen. Und das war das. Ciao! Also, nochmal kurz unser kleines Lager. Hier können wir gleich was fusionieren. Beziehungsweise zusammenfügen. Gut, beschädigte Augapfel. Und ein Feuerblutstein. Ja, dann machen wir das so und gehen dann hier rein runter. Ich habe ja die Angewohnheit, dass ich die von links nach rechts in absteigender Qualitätsstufe ordne, damit es besser kommt. Aber hier, Umwandlung, zwei Beschädigte
werden zu einem Glanzlosen. Zwei Glanzlose werden zu einem Farblosen. Zwei Farblose zu einem Normalen. Und so weiter. Ich weiß noch nicht, was das Beste ist. Aber ich bin bisher bis poliert oder geschliffen. Je nachdem, was höher ist, gekommen. Na denn. Auf geht's. Und ja. Gut. Diesmal war die Legerei nicht ganz so schlimm. Hier darf ich sehen, dass ich erst ab Stufe 16 eine weitere Stufe für meinen explosiven Schuss hinzufügen kann. Gut, dann nehmen wir halt Abenteurer. Na also. 40% höhere Effektivität von Tränken. Ja. Das bedeutet also, wenn mich ein Trank, sagen wir mal, um 1000 heilt, dann kriege ich 400 dazu. Sofern diese Rechnung stimmt. Eine Falle wurde ausgelöst. Ja, wäre ich nie drauf gekommen. Boah, ich krieg's immer mit der Angst zu tun, dass Maggie da losgeht mit so einem Angriff. Weil ich denke meistens, das ist so ein anderer Gegner. Mann. Okay. Dann wollen wir mal unsere neue Waffe hier einzaubern. Das Glück ist Ihnen hold. Rüstung verringern ist immer gut. Am besten wäre mir natürlich noch so eine Combo mit Gesundheit gestohlen, aber ich glaube, das eine schließt das andere aus. Weil mir ist noch nie Rüstung stehlen. Rüstung senken und Gesundheit stehlen ist mir noch niemals im Heim begegnet. Entweder ich bin ein Pechvogel, wie ich wahrscheinlich auch annehme, oder aber es funktioniert nicht. Was natürlich auch ist. Ja. Naja, wird das nicht Spaß machen. Man sieht, wie die Kugel da rausfliegt, aber man sieht nicht, wie die Gegner umfallen. Ja. Ist er gerade zurückgeflogen oder hat der Maggie mal wieder Finger im Spiel gehabt? Ist ja auch egal. Jetzt latschen wir noch mal kurz hier lang. Na, da war es. Danke. Sie haben eine Quest erfüllt. Das gefällt mir immer. Schnappen wir uns erstmal hier noch was. Die Waffen klingen epischer als sie sind. Aber ich glaube, es gibt noch hier auch verschiedene Rüstungsstufen. Wie dem auch sei. Hören wir mal zu, was sie zu sagen hat. Ihr habt die Glyphen aber schnell zurückgebracht. Eure Macht wächst. Ich öffne nun das letzte Runentor, aber seid bitte vorsichtig. Der verpestete Blutstein erschafft abscheuliche Wesen und niemand kann sagen, was für Monstrositäten euch auf der anderen Seite erwarten. Ich halte es in diesem verderbten Tunnel nicht mehr lange aus. Wenn ihr fertig seid, findet ihr mich in Torchlight. Okay. So soll's sein. Okay, dann gehen wir mal da rein. Und zack. Gut. Hätten wir das? Oh Gott, nein, nicht schon wieder diese Mikroelemente. Oh Gott, was sind das denn für welche? Wenn das wirklich die sind, die ich denke, dass es ist, da kommen jetzt ganz schön schwere Zeiten auf uns zu. Zumindest, wenn sie das sind, dann haben sie einen ziemlich miesen Angriff auf Lager, den man kaum ausweichen kann. Ach, so, wenn man nicht rechtzeitig reagiert. Dinger machen viel mehr Schaden als diese Echsen-Typen. Ja, genau das meinte ich gerade. Dieser Stichangriff. Wenigstens überlegt nur einen Schaden pro Treffer. Also pro Bluteffekt. Und zum Glück hält das auch nicht allzu lange an. Er hat sich genau dahin teleportiert, wo ich ihn geschossen habe. Ups, da habe ich aus Versehen was gedrückt. Verschämelt mir noch ein paar Sachen gleich. Aber da kümmere ich mich gleich drum. Oh, also, weg mit dir. Weg mit dir. Und mit dir auch. Ab in euer Terrarium, ihr Echsen. Ich glaube, die begegnen dann später auch nochmal. Oh Gott, ein Flugschwert. Keine Flugwörter hier. Dann haben wir noch ein paar Heiltränke. Ich glaube, die könnte ich auch langsam wieder entsorgen.
Wenn ich so 30, 40 Stück habe. Zack, da wäre ich wieder. Hab ein paar Sachen in der Stadt verkauft und hab nichts ordentliches zum Anziehen gefunden. Naja. Na also. Auch ist es schön, dass man bei diesem Skill schön reinkrippen kann. Da kommt Freunde. Was ist das für einer? Das war so ein Magier. Und weil sowas habe ich immer gerne. Jetzt ist er kaputt. Der auch. Und da ist schon wieder ein Blutgegner dabei. Wie das kann ich nicht gerne nennen. Mal sehen. Wie viel er aushält. Oder auch nicht aushält. Oh Gott, nein. Du machst das auch Spaß, die Gegner von der größeren Entfernung platt zu machen. Wie viel Schaden habt ihr? Oh, oh Gott. Ah, doch, also. Ich weiß noch nicht, ob man einen Gegner, also so ein Blühwürmchen von größerer Entfernung treffen kann, ob das korrekt berechnet wird. Oder ob das mit Absicht gemacht ist, dass man nicht so overpowered ist und sie von großer Entfernung erledigt. Ach, das ist ein Elementar. Nicht wie diese nervigen Nebelringe. Und ich finde es auch sehr stylisch, wenn die auseinanderfallen. So zum Beispiel. Auf ab, du Pseudo-Elementar. Also. Das sieht doch schon viel stimmiger aus. Und man fragt sich, wo kommen auf einmal die ganzen Steine her? Ja. Ich weiß es nicht. Die lagen schon da. Ich bin hier auch nur auf Durchreise. Sag schon wieder, überall Steinhaufen. Schon wieder so ein Gegner. Dann kurz Gegner. Das ist halt komisch, warum der nicht leuchtet. Das ist nur auch wieder sowas anderes. Das ist so Schwefelfeuer in Extrem. Man kann sich sogar selbst fortbewegen. Und dann angreifen. Naja. Wie dem auch sei. Schicken wir gleich mal Maggie los. Oder auch nicht? Nö. Noch nicht. Auf jeden Fall interessant, wie das da aussieht. Dieser Brunnen. Ich weiß nicht, ob das so künstlich gemacht ist oder auch wieder mal so gerendert wurde. Aber naja. Gucken wir uns hier noch ein klein wenig um. Nehmen wir mal hier noch ein paar Steinchen liegen. Und wie sollen wir es so schön sagen? Alisa ist steinreich. Oder auch nicht. Tja, Suche nach Ruhm. Hätten wir denn das? Yep, das war das. Das machen wir dann nachher noch weiter. Im nächsten Part. Und jetzt wollen wir erstmal noch mal gucken, was wir so Feines noch haben. Und uns dann genau umsehen. Von wo wir zum Beispiel zu kommen. Oder? Nee. Schicken wir Maggie mal kurz weg. Hat sich auf den Weg. Okay. Das soll es dann soweit von mir gewesen sein. Vielen Dank für euer Zusehen. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Und, jawohl, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Torchlight. Bis dahin.